Diese Statue von David von Michelangelo steht in dem Moskauer Puschkin-Museum für bildende Künste. Das Puschkin-Museum ist eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt mit den Gemälden von Rembrandt und Degas, Renoir und Gauguin. Aber David von Michelangelo gehört trotzdem zu den Wahrzeichen des Museums, auch wenn es hierbei lediglich um eine Kopie handelt. Das Museum wurde grundsätzlich als eine Sammlung von Kopien von Skulpturen gegründet und diese Sammlung von Kopien bleibt auch jetzt noch ein bedeutender Bestandteil der gesamten Museumssammlung. David, geschaffen von dem 26-jährigen Michelangelo, ist bestimmt eine der schönsten, wenn nicht überhaupt die schönste Skulptur der Welt. Das Original wird in der Galleria dell'Accademia in Florenz aufbewahrt. Wollen wir die Skulptur einfach ohne Kommentar bewundern. Auch wenn eine Kopie mit dem Original natürlich nicht vergleichbar ist, ist auch die Moskauer Kopie sehr eindrucksvoll und hat sogar ihre eigenen Vorteile. So könnte man hier den David auch näher bewundern oder sogar von oben. Wenn wir möchten, könnten wir dem David sogar direkt ins Gesicht schauen.